Vorortbüro in Schöneberg, das Büro von Alexander Spieß und mir. Ich bin Simon Kowalewski, ich wohne seit 2007 hier im Kiez, also in der Kulmerstraße. Und ja, eigentlich 2 Monate nachdem ich nach Berlin kam, bin ich in diesen Bezirk gezogen und bin immer noch hier und sehr glücklich. Und auch wenn man immer mal wieder hört, dass andere Bezirke so toll sein sollen oder das nächste große Ding, glaube ich tatsächlich eher an Schöneberg. Kreuzberg. Bitte. Ach, Kreuzberg ist längst durch. Bitte, komm. Aber das wollen wir jetzt hier gar nicht vertiefen. Alex, vielleicht sagst du auch noch was? Ja, also ich bin schon ein paar Jahre länger in Schöneberg als du, aber hier, darum, dass wir hier jetzt ein Büro haben, wo vor allem auch unsere Mitarbeiterinnen arbeiten werden, nicht deswegen möchten wir erst einmal auch eure Mitarbeiterinnen vorstellen. Also, ja, fange ich an. Also, ja, man stellt euch doch mal selber. Ja, ich bin Lisa Reimann, ich bin die Mitarbeiterin von Alexander. Und ja, ich bin jetzt schon ein paar Wochen hier im Büro und wir werden gucken, wie wir die Stadt auch gerade für Menschen mit Behinderung besser machen können. Also ihr habt gemerkt, wir haben tatsächlich selber noch keine Rampe zum Beispiel, aber wir sind da echt dran. Also. Ja, ich bin Diana, ich bin jetzt hier neu hier, das heißt seit 2 Tagen in Berlin. Ich bin Mitarbeiterin bei Simon und ich werde mich unter anderem Kulturpolitik. Also manche von euch kennen mich vielleicht besser als Metafora. Ja, und jetzt kann es also losgehen. Es gibt allerdings noch viel zu tun. Ja, also man sagt ja immer Eröffnung und Einweihung. Ja. Also Tische sind schon da, Stühle sind schon da, Büro ist schon eingerichtet, Mitarbeiter sind schon da, aber es fehlt noch an den einen Ecken und Enden. Also es ist ja peinlicherweise ja auch so, dass das noch so ganz behindert. Das liegt eben daran, dass die Architekten da an Dinge nicht denken und wir jetzt dann auch noch dafür sorgen wollen, dass es eben möglich ist, dass auch alle Menschen mit Behinderungen, Rollstuhlfahrer hier in das Büro einkommen. Genau, das ist das eins der Projekte, die noch laufen. Wir wurden jetzt schon diverse Male angesprochen, dass man hier ja auch prima mal eine Kunstausstellung machen könnte. Das ist natürlich dann wieder ein kulturpolitisches Thema, dem ich mich gerne annehmen werde. Also wer vielleicht mal irgendwann Bilder oder sonstige Dinge an Wände aufhängen möchte, wir haben Wände. Wir bieten auch gerne an, wer mal irgendwie ein Treffen machen möchte, sich mit ein paar Leuten zusammensetzen, vielleicht auch was erarbeiten. Wir haben hier eine Projektionsmöglichkeit, wir haben hier audiovisuelle Möglichkeiten, wir haben Tische und Stühle und Licht, also manchmal sogar Wärme, kann man alles gerne nutzen für alles, was irgendwie hier mit dem Kiez zu tun hat, mit dem Bezirk insgesamt oder auch mit anderen Dingen, die ja einfach mal einen Raum brauchen, um sich zu entfalten. Ansonsten, wir möchten hier einfach auch selber vor Ort sein, ansprechbar sein, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt, euch mit uns vernetzen wollt oder ja, was auch immer irgendwie ist. Wir versuchen unser Möglichstes da irgendwie zu unterstützen, wo wir können. Wir werden auch feste Bürozeiten haben, da schieben wir gerade noch so ein bisschen mit Zeitplänen hin und her, das werden wir dann auch aushängen und es wird auch eine Internetseite geben, wo man das dann nachlesen kann, also seid hier immer willkommen, es gibt hier auch immer einen Kaffee oder so, das kriegen wir auch hin. Ansonsten werden wir natürlich auch selber noch Veranstaltungen machen, da überlegen wir uns auch interessante Dinge, so vielleicht Vorträge oder auch mal Workshops oder so zu allen möglichen Themen, das werden wir dann auch entsprechend ankündigen, wenn es da irgendwelche interessanten Sachen gibt. Ja. Und mit allen anderen Ideen, die ihr vielleicht auch noch habt, was man hier mitmachen kann mit diesen Räumlichkeiten, dann sagt uns einfach Bescheid. Und ansonsten freue ich mich einfach, dass ihr alle hier seid und mit uns feiern wollt und Alex auch noch was sagen. Also neben der Ansprechbarkeit ist es eben auch wichtig, dass
alle hier auch mehr sich damit beschäftigen können, erfahren können, was machen wir denn eigentlich? Ich glaube, das ist eben so ein Manko, was wir auch kennen, dass letztlich die Wählerinnen und Wähler, Bürgerinnen und Bürger hier, die in Berlin leben, überhaupt keine Vorstellung haben, was denn eigentlich das Landesparlament macht, nicht so, was da eigentlich geschieht. Dabei ist es ja eigentlich ihre Vertretung. Ja, das wollen wir vielleicht etwas deutlicher machen, auch durch die Nutzung des Büros und auch entsprechende Veranstaltungsangebote. Nicht und ansonsten selbstverständlich ist gesagt, ist das, soll das hier so eine Art Bodenstation des Parlamentsraums werden. Mit dem Bodenpersonal. Mit dem Bodenpersonal. Ja, und ansonsten, wer es noch nicht weiß, Essen und Getränke in Kalt gibt es in der Küche, Kaffee oder so vorne an der Bar, da stehen auch gleich wieder ein paar Kneipen rein und habt Spaß. Ja. Wir können auch gleich noch ein bisschen Karaoke machen, dann muss ich nur irgendwie noch dieses HDMI-Kopierschutzdings irgendwie wissen. Ist alles auf Band. Ja.